Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Der Clou. Wir wollen die Nationalgalerie ausräumen. Das Team, für das ich mich entschieden habe, ist Miguel Garcia. Aufgrund der hohen Schlösserknackquote können wir absolut gut gebrauchen. Und er kann Auto fahren. Und dann brauchen wir dafür Mohammed Abdullah, natürlich wegen dem Kampf. Und er kann auch bei Elektronik noch weiterhelfen. Und Mike kann einfach nur als letzten mit dem. Er kann auch Schlösser knacken, ist auch ganz positiv. Generell würde ich euch wahrscheinlich eher empfehlen, noch einen Elektroniker mitzunehmen, der richtig was auf Tasche hat. Ich mache es nicht, weil ich möchte, dass Matt das alles macht, um so viel wie möglich Skill daraus zu holen für Matt. So. Aber wie gesagt, euch empfehle ich halt doch eher, wenn ihr es ordentlich machen wollt, dann nimmt noch einen Elektroniker mit, dann kommt er am schnellsten raus. Ihr seht, links brauchen wir nicht durch die Fenster, weil. Na, halt mal zurück hier. Hier links brauchen wir nicht durch, weil man kommt dann nur zu den Searchlights weiter. Das bringt uns erstmal nicht weiter. Hier kommen wir nicht durch, weil das Searchlight ist viel zu schnell. Da kommen wir nicht durch. Wir können nur hier rein. Wer möchte und sich das ultra leicht machen möchte, kann hier cheaten. Ihr könnt nämlich hier außen lang. Ja, das funktioniert. Und rein theoretisch könntet ihr hier das Bild nehmen. Also die könntet ihr alle drei nehmen. Ihr könnt auch hier, ja, es funktioniert wirklich. Die Alarmanlage öffnen. Die Alarmanlage. Ja, das funktioniert alles. So, wir machen das nicht. Wir wollen das wirklich ordentlich ausräumen. Wie gesagt, ihr könnt dann die Alarmanlage ausschalten, euch die Bilder schnappen und weg da. Müsst ihr wissen. Ich möchte euch aber im Let's Play möchte ich euch zeigen, wie man es ordentlich machen kann. So, okay, wir gehen jetzt erstmal hier durch das Fenster durch. Benutzen Fenster. Ihr seht schon ein bisschen, was ist zu laut. Wir nehmen den Glasschneider. Und müssen erstmal hier den ersten Steuerkasten ausschalten. Perfekt. Bei 256. So. Miguel Garcia kann noch ein bisschen was mit Schlössern. Das heißt, wir werden ihn an die rechte Tür lassen. Stahltür. Na, nicht Elektrohammer hier. Bohrwinde, so. Und wer war noch? Mike Kahn konnte noch ein bisschen mit Schlössern. So, genau. Bohrwinde öffnen. Perfekt. Wann war Matt fertig? Personenwechsel. Matt. 256, schreiben wir mal auf, 256. Okay, dann kann er bei 256. Benutzen Fenster. Schließen. Und bis dahin dürfen die schon die Türen hier öffnen. Obwohl, wir könnten das auch mit Matt machen, rein theoretisch. Dann kriegt er die ganzen Punkte. Oh, räume ich das ganze Ding hier größtenteils mit Matt aus? Na, nee, machen wir mal Personenwechsel. Lassen wir mal Miguel auf 256 warten. Also 45 Sekunden noch. So, und dann rein hier. Kann er die Holztür öffnen? Ja, zu laut. Dietrich öffnen. So, jetzt schauen wir mal, wo der Dings abgeblieben ist. Okay, die Wache läuft da. Kommt dann durch die Tür. Okay, dann
wird Miguel, ja, diese Tür öffnen. Dietrich öffnen, hupp. Bei 4 Minuten 7 kann Mohammed Abdullah das war schwachsinnig jetzt, oder? Ne, Matt läuft auch gerade darum. Warten wir mal 15 Sekunden nochmal. Oder 20. Ich möchte nämlich, dass irgendjemand da unten noch die Tür zumacht. Bestimmt noch 15 Sekunden. So, warten. Los, komm, schnapp dir die Wache. Wächter 1, Chloroform. Genau. Und direkt danach kann er die Stechuhr betätigen. Stechuhr. Genau. Genau. Dann machen wir einen Personenwechsel. Wir werden uns mal um Mike Kahn kümmern. Der hat ja bis jetzt auch noch nichts geleistet hier. Matt hatte sicherlich das Fenster geschlossen, hoffe ich mal. So, und er wartet jetzt hier, bis Matt durch ist. Okay, und jetzt kann er die Türen schließen. Holz, Stahltür 1 schließen, Stahltür 2 schließen. So, ich teste das Ganze jetzt mal offscreen schnell, ob das mit der Wache funktioniert und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, es hat wunderbar geklappt. Können wir stolz drauf sein. Und, tja, dann kann der Matt schon mal die Tür hier öffnen, weil er sonst nichts zu tun hat gerade im Moment. Dietrich öffnen. Ansonsten jetzt die. Dietrich öffnen. Hat er gleich noch ein bisschen geskillt hier. Okay. Oh. Da ist ein Searchlight. Okay, gucken wir mal, was hier los ist. Die Alarmanlage kommen wir nicht hin, weil da ein Searchlight ist. Das Searchlight wird von dem Steuerkasten unten links gehandhabt. Okay. Und das andere Searchlight von dem Steuerkasten, wo wir gerade die Tür geöffnet haben. Okay, dann wird also Matt als erstes doch nicht diese Tür öffnen, sondern hier durchgehen. So. Bloß nicht zu nah ran an das Searchlight. Also das kann ihn das wieder wirklich vermiesen. Steuerkasten öffnen, benutzen, Steuerkasten. Elektroset. Okay, jetzt müssen wir zum nächsten Searchlight. Warte mal, müssen wir da noch irgendwas machen? Nö. Nö, hier nicht. Können wir den also schließen? Mit Matt wieder weg hier. Schließen. Und sind erstmal hier. Okay, dann könnt ihr. Na gut, wir können ja den ganzen Kram hier eigentlich sinnloserweise mitnehmen. Obwohl, das Kleinzeug nehme ich nicht mit. Ich nehme jetzt wirklich nur das Teure mit. Ich bleib dabei. So, wir müssen zu dem unten links. Warte mal, wir gehen mal dahin und gucken uns das mal an.
Wir müssen den Steuerkasten hier ausschalten. Boah, ist eigentlich kein Thema. Öffnet Matt die Tür. Hört sich erstmal nicht schwer an. Öffnen, Steuerkasten. War in der Vitrine irgendwas drin? Nö, ne? Gucken wir mal, das müsste jetzt der... Wir gehen mal nachgucken. Das müsste jetzt der Steuerkasten gewesen sein, der das Ding ausgeschalten hat. Ach, verdammt, die Wache liegt ein bisschen ungünstig. Puh, okay, die Wache können wir also getrost vergessen. Wir müssen also da unten lang. Denn... Gucken wir mal, ob es geklappt hat mit der anderen Tür. Dietrich, öffnen. Ist das Ding so leicht gewesen? Tatsächlich. Alarmanlage benutzen, Alarmanlage top. Mache ich wirklich denn mit Matt hier alle Alarmanlagen und alles aus? Schließen. Alarm geschützt, okay, benutzen, Steuerkasten. Nee. Öffnen, Steuerkasten. Benutzen, Steuerkasten. Macht er wirklich Laune hier mit Matt? Steuerkasten ausschalten, schließen. Dann kann er die Tür öffnen und irgendeiner kann den Raum ausräumen. Boah, das gibt Skillpunkte für Matt. Das nehme ich mit. Okay, dann hat er da alles erledigt, was er erledigen muss. Beziehungsweise kann. Dann brauchen wir bloß noch hier mal. So, da haben wir zumindest alle Steuerkästen und so weiter schon mal ausgeschalten. Und die anderen Leute planen wir dann im nächsten Part. Also seid wieder dabei, wenn wir weiter planen. Und es wieder heißt Let's Play Tag 2. Bis dann, euer Nobby.